Wie versprochen gibt's heute noch das Unboxing zu Knockoff im Mediabook. Los geht's nach dem Intro. Ja, ich habe meine Jean-Claude Van Damme Mediabook-Sammlung um einen Neuzugang bereichert. Und zwar handelt es sich um den Film Knockoff. Das Mediabook kommt von der Firma Nameless. Meine Version ist limitiert auf 555 Stück. Und ich habe die Nummer 53. Hier unten sehen wir das Ganze. Aber ich muss ehrlich gesagt gestehen, ich muss nachher erstmal googeln, um welche Cover-Variante es sich hierbei handelt. Es gab, glaube ich, zwei zur Auswahl auf der Weekend of Hell am Stand. Und ich habe mir das hier ausgesucht, weil ich eher Fan dieser gezeichneten Cover hier bin. Ja, Weekend of Hell, wie gesagt, daher habe ich das Mediabook auch, falls sich jemand wundert. Denn ich glaube, der Release dürfte normalerweise erst der 14. April 2018 sein. Aber auf der Weekend of Hell gab es das schon im Vorverkauf sozusagen. Hier unten haben wir die technischen Daten. Die Blu-ray hat ein DTS HD Master Audio 5.1 und DVD hat Dolby Digital Audio 5.1. Die Blu-ray-Disc hat eine Laufzeit von 91 Minuten. Die DVD von ca. 87 Minuten. Das hat natürlich mit dem Medium zu tun, wie immer. Und als Extras gibt es einen Trailer und Making-of. Der Film ist aus dem Jahre 1998. Hier haben wir die Inhaltsangabe. Da könnt ihr gerne mal die Pause-Taste drücken. Aber wir gucken uns jetzt dieses gute Stück jetzt mal von innen an. Wenn wir das Ganze aufklappen, haben wir hier links direkt die Blu-ray, rechts die DVD. Hier haben wir den Buchanteil. Schauen wir uns jetzt hier mal an. Wie man sich kleidet, so schlägt man. Das mal ein bisschen so hier. Also der Film für mich Blindkauf. Die 90er, Ende der 90er, 2000er. Van Damme-Filme gehörten damals nicht mehr so zu meinem favorisierten Film, sage ich mal. Deswegen bin ich gespannt, was mich erwartet. Aber da ich mir natürlich jetzt irgendwie durch Zufall die Jean-Claude Van Damme-Filme, die es im Mediabook bisher gab, auch im Mediabook gekauft habe und nur Filme wie zum Beispiel Street Fighter als Emery in der Sammlung habe, musste ich jetzt auch hier die 30 Euro für das Mediabook hinlegen, um die Sammlung sozusagen vollständig zu halten. So, also wir haben hier gesehen, das Booklet voller Bilder und Text. Gab es hier noch ein Bild? Ne, das war das letzte Bild. Wenn wir hier die DVD und die Blu-ray entfernen, haben wir hinten auch noch ein Gesamtbild. Und ja, das war's dann auch schon mit dem Unboxing. Würde mich interessieren, wer von euch sich den Film vorbestellt hat. Wie gesagt, 14.04. ist, glaube ich, das offizielle Release. Oder hat einer von euch auch schon auf der Weekend of Hell vielleicht gekauft? Oder sagt ihr, Jean-Claude Van Damme kann ich mir nicht angucken? Oder ist der Film vielleicht sogar scheiße und ich habe jetzt hier einen absoluten Fehlkauf gemacht? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ansonsten bedanke ich mich, dass ihr das Video bis zum Ende geschaut habt. Und wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Macht's gut. Tschüss.